In Wirklichkeit ist dieses Komplex von Problemen, Afghanistan, Pakistan, Iran, Türkei, Westbank, Gaza, Saudi-Arabien, Jemen, Dschihadismus insgesamt, das ist ein unlösbares Komplex. Der Krieg in Afghanistan ist ein Teil davon. Und das afghanische Problem ist unlösbar. Es ist ein unlösbares Problem. Es hat noch niemals einen afghanischen Staat gegeben, der länger als zwei Jahrzehnte funktioniert hat. Es wird auch keinen geben. Es hat auch niemals eine afghanische Nation gegeben. Das Wort Afghanistan gibt es erst seit 200 Jahren, maximal. Maximal. Ist im 19. Jahrhundert erfunden worden von irgendjemandem. Der tüchtigste Invasor, der nach Afghanistan marschiert ist, das war Alexander der Große, ungefähr 335 vor Christus. Der ist vom heutigen Iran aus reingegangen, hat im Vorbeigehen drei Städte gegründet, die heißen alle Alexandria, und dann ist er gleich über den Kaiberpass wieder raus Richtung Indus. Der war ganz klug, ist gleich wieder rausgegangen. Das war der tüchtigste. Es sind mindestens 12, wenn nicht 18 verschiedene Völker. Davon das größte Volk, die Pashtunen, 40% der Bevölkerung des heutigen Afghanistan sind Pashtunen. Das ist aber ein geteiltes Volk, das die Engländer 1891 geteilt haben durch eine ganz künstliche Grenze. Der größere Teil des pashtunischen Volkes lebt auf pakistanischem Boden heute. Und zwar in den sogenannten Stammesgebieten, kann man nur in Gänsebandchen zitieren, in denen die Regierung in Islamabad nichts zu sagen hat. Ab und zu schicken sie dann ein paar Truppen hin und schießen ein bisschen rum und dann ziehen sie sich wieder zurück. Da leben 15 Millionen Pashtunen und auf afghanischem Boden vielleicht 10 Millionen, zusammen 25 Millionen. Ein geteiltes Volk. Und die Pashtunen sind im Wesentlichen die Leute, die die Taliban stellen. Und das sind inzwischen jüngere Leute natürlich. Ein Taliban des Jahres 1987 oder 88, als die Sowjetunion sich zurückzog aus Afghanistan, der ist inzwischen Opa und sein Enkel ist inzwischen der Aktivist, der da rumschießt, Leute unter Druck setzt. Das ist alles unlösbar. Die sprechen verschiedene Sprachen. Die einen tendieren Richtung Pakistan, die anderen tendieren Richtung Iran, die dritten tendieren Richtung Tadschikistan, Kirgisien, wiederum andere tendieren Richtung Türkei. Das alles, das ganze Gebiet hieß früher in sämtlichen alten Atlanten Turkmenistan. Der Ausdruck Afghanistan ist eine neue Erfindung. Turkmenistan. So wie zum Beispiel die chinesische Provinz Xinjiang, wie die Deutschen sagen Xinjiang, die Chinesen sagen Xinjiang. Die Leute, die da ursprünglich leben, das sind Uiguren, das sind Muslime. Die sprechen eine Sprache, ich bin da mal gewesen, schon über 30 Jahre her. Die sprechen eine Sprache, die es ihnen ermöglicht, sich mit den Bauern in Anatolien zu verständigen. Dazwischen liegen 800 oder 1000 Kilometer Distanz. Die Verschiebung der Völker, der verschiedenen Völkerwanderungen, wir kennen ja nur die europäische Völkerwanderung. Die Völkerwanderung in Asien haben wir nicht in unserem Geschichtsbewusstsein. Wir wissen davon nicht. Diese Völkerwanderungen haben also aber eben dazu geführt, dass sie zum Teil dieselbe oder ähnliche, sehr ähnliche Sprachen sprechen, dass sie alle Sunniten sind, keine Schiiten, während im Iran sind alle Schiiten. Und die bekämpfen sich dann gegenseitig. Das ist ein unlösbarer Komplex. Das bleibt eine schlimme Geschichte.
Und wenn es wirklich Erfolg haben sollte, was es nicht haben wird, wenn es Erfolg haben sollte, dann finden sich die nächsten Zentren schiitischen Dschihadismus oder sunnitischen Dschihadismus in Jemen oder in Somalia oder im Norden von Nigeria oder im Sudan. Es gibt 200 Staaten auf der Welt, davon sind über 50 muslimisch geprägt. Und Afghanistan ist einer von den 50. Und die Wut und der Zorn auf den Westen und auf die Amerikaner, den gibt es in mindestens der größeren Hälfte dieser 50 Staaten. Selbst wenn man also in Afghanistan Erfolg hätte, hat man im Übrigen nach wie vor den Hass auf den Westen. Deswegen ist das mit militärischen Mitteln nicht zu machen. Ich habe da geschrieben, wenn Sie das mit militärischen Mitteln wenigstens abschotten wollen, von Pakistan abschotten, wo die eigentlichen Führer sitzen, wo auch Al-Qaida sitzt, dann brauchen Sie nicht 150.000 Soldaten, sondern 500.000. An Ort und Stelle. Dazu ist der Westen weder fähig noch willens. Darf ein Politiker sagen, eine Geschichte ist nicht lösbar? Es gibt viele Probleme auf der Welt, die nicht lösbar sind. Zum Erstaunen der Amerikaner. Wenn es nicht lösbar ist, ist dann vielleicht auch das Ziel ein bisschen falsch gesteckt? Also wenn Sie sagen, dieses Afghanistan, das gibt es als solches gar nicht, ist es dann nicht vielleicht auch einfach seitens der westlichen Welt ein falscher Gedanke zu meinen, man könnte dieses Afghanistan in der Form befrieden? Ist dann vielleicht nicht angebrachter, die föderale Struktur dort zu stärken, die Stammesorganisationen zu stärken? Es wäre das erste Mal in 2000 Jahren. Nach der geschichtlichen Erfahrung mit diesem Teil der Welt sehr unwahrscheinlich. Die Grenzen sind alles künstliche Grenzen, die die Kolonialmächte oder die Sowjets gezogen haben. Man muss übrigens wissen, auch in Indien sind 13, 14, 15%, genau weiß man das nicht so, Muslime. In Pakistan sind es einige 80 oder 85 oder noch ein bisschen mehr Muslime. Aber in Indien sind es auch viele. Und Indien hat allein 1000 Millionen Einwohner. Und wird, Pakistan sind knapp 200 Millionen. Indien ist 1000 Millionen. Und wird in der Mitte dieses Jahrhunderts, sagen wir im Jahre 2050, 1400, 1500 Millionen sein. Und davon ein erheblicher Prozentsatz Muslime. Die kann man alle aufputschen, mit Hilfe von Internet oder Fernsehen. Je mehr man da militärisch eingreift und Menschen dabei zu Tode kommen, desto größer wird der Hass werden und die Abneigung. Und die Ablehnung, mindestens die Ablehnung. Nein, das ist ein unlösbares Komplex.